Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Pokémon Platin Edition Never Used One. Im letzten Part haben wir uns den dritten Orden, den Reliktorden, von der Arenaleiterin Lavina errungen. Und jetzt kann unsere Reise fortgesetzt werden, denn jetzt haben wir hier in Herzhofen wirklich alles erkundigt, inklusive Pokémon-Wettbewerb, wo ich jetzt wirklich nichts mehr von sehen will. Ich habe eben kurz ohne euch die Pokémon geheilt und Evoli wieder den EP-Teil abgenommen, denn er ist jetzt von dem Level her fast aufgeschlossen und kann vielleicht sogar ein bisschen selbstständig jetzt kämpfen. Unser Weg führt jetzt hier weiter nach Osten. Und erstmal der gute Barry in Empfang nimmt und ich denke mal, er will kämpfen. Tada! Hast mich schon wieder warten lassen? Killer! Bist inzwischen stärker, du oder ich, wir finden das jetzt sofort heraus. Hey, du bist jetzt ein Trainer, also musst du immer mit deinem Kampf rechnen. Kein Jammern, kein Zögern und los geht's! Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, aber gut. 4 Pokémon hat er mittlerweile. Fängt mit Staravia an. Level 25. Sind wir tatsächlich ein wenig unterlevelt? Bedroha sinkt erstmal unseren Angriff. Und ich glaube, da hat Evoli nicht viel zu melden. Und wir wechseln mal direkt zu Tafnut aus. So fängt der Part ja schon mal gut an. Und so wird es noch besser. Doppelteam. Ich hasse diese Taktik. Ich hoffe, der ist schnell mit einem Funkensprung besiegt. Leider nicht. Und er setzt nochmal Doppelteam ein. Ich hasse diese Hex-Taktiken. Oh ja, ich kann auch fies sein. Das hat jetzt gut gepasst. Ich hoffe, es trifft. Ja, Gott sei Dank. Erstes Pokémon von Barry damit schon mal ausgeschaltet. Aber Level 25 ist wirklich schon nicht so schlecht. EP-Teilung, Ponyta kommt. Und ich glaube, ich werde erstmal wieder Evoli kurz ranlassen. Damit er auch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Ponyta Level 23, jetzt passt das wieder hiermit. Wir können mal einen Ruckzuck-Hieb ausprobieren. Wird, glaube ich, nicht so viel abziehen. Ja. Er greift mit Glut an, verbrennt uns wahrscheinlich. Doch nicht. Und dann greifen wir noch einmal mit Ruckzuck-Hieb an. Ah, jetzt setzt er Heuler ein. Das kriegt Evoli dann wahrscheinlich... Na, kriegt er das alleine hin. Wir probieren es einfach mal weiter. Na, es könnte eng werden. Glut. Aber jetzt brennt auf keinen Fall. Aber wir werden es mal probieren. Ein Ruckzuck-Hieb noch. Hauptsache jetzt keine Verbrennung. Ach, vorher wusste ich das. Verbrennung halbiert nämlich auch noch unseren physischen Schaden. Und deswegen werde ich die Herzhalbe auswechseln. Denn ich will nicht, dass Evoli hier abkratzt. Nochmal Glut, nicht sehr effektiv. Und wir können ihn hoffentlich mit einer Aquaknarre dann erledigen. Heuler bringt dir da auch gar nichts mehr. Und jetzt wirst du nass. Ponyta down. Folgen also noch 2. Roselia hat er. Das ist ja gemacht wie für unser Dreamy. Und dann hat er natürlich noch seinen Starter dabei, der sich mittlerweile auch entwickelt hat. Davon gehe ich doch zumindest mal ganz stark raus. Windstoß sehr effektiv und Step könnte reichen. Oh, wo sehe ich gute Verteidigungswerte. Stachelspore trifft natürlich. Dreamy paralysiert. Aber das ist hoffentlich egal. Giftstachel machen hier allzu viel Schaden. Und natürlich sind wir paralysiert.
Wenn das jetzt noch 10 Runden so weitergeht, dann gewinnt sie ja doch. Aber jetzt geht unser Windsturz durch. Und auch Rosilia ist down. 748 Erfahrungspunkte. Bedeutet Level 26. Spezialangriff um 3 hoch, das ist gut. Und jetzt kommt Flipprin. Ich glaube, der hat noch nicht den Stahltyp in sich. Das ist erst bei der letzten Entwicklungsstufe der Fall. Er ist nur noch von Typ Wasser. Level 27. Ja, jetzt unsere Blubstrahl. Wir greifen deswegen natürlich mit Megasauger an. Oh, das setzt Dreamy doch ganz schön zu, dieser Blubstrahl. Mal schauen, wie viel Megasauger abzieht. Naja. Ich wechsle sicherheitshalber auch hier nochmal aus. Denn wir haben ja noch ein zweites effektives Pokémon dagegen. Unser Tafnut. Auch hier ein Blubstrahl, aber der hat eine gute Spezialverteidigung, die dürfte jetzt nicht ganz so viel ausmachen. Und wir konnten mit einem Funkensprung. Könnte eng werden, wahrscheinlich im roten Bereich. Jo. Aber paralysiert. Aber er ist jetzt sowieso gleich wieder ein Trank, höchstwahrscheinlich ein. Was dumm? Wir sind in Schwierigkeiten? Aufgeben ist keine Option. Oh, er setzt doch keine Tränke ein. Soll unser Schaden nicht sein. Und damit haben wir den guten Barry auch schon besiegt. Und noch ein Level Up für Tafnut, Level 26. Und jetzt haben wir Barry besiegt. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? 5400 Poké-Dollar bekommen. Was soll das heißen? Ich habe wieder verloren. Er hat mir doch eine absolut sichere Strategie zurückgelegt. Hey Kira, sag mal, erinnerst du dich an diese Strategie? Jeder deiner Treffer muss sitzen, dass sie nicht vom Gegner erwischen. Das war eine abgefahrene Strategie, aber sie ist keinen roten Heller wert. Ich schätze, ich muss jetzt mehr Einsatz zeigen und das Team richtig aufbauen. Naja, ich verzieh mich dann mal wieder. Nacht, Trost du. Wir sehen uns, Kinder. Und das nächste Mal kippst du aus den Latschen, wenn du siehst, wie ich mich entwickelt habe. Ja, ich kipp immer wieder aus den Latschen, wenn ich dich sehe. Das heißt, nochmal zum Pokémon Center latschen. Das war ein ungewolltes Wortspiel. Kurz überlegt, das rauszuschneiden, aber die 30 Sekunden haben wir dann auch noch eben Zeit, um diesen schönen Jingle zu hören. Wenn die Pokémon geheilt werden. So, aber jetzt können wir unsere Reise doch Richtung Trost du, wie Barry gerade sagte, fortsetzen. Und jetzt können wir auch mal wieder aufs Fahrrad steigen, um uns etwas schneller fort zu bewegen. Aber wie ich glaube ich schon mal erwähnte, ich fahre nicht so gern mit dem Fahrrad, deswegen steigen wir auch wieder ab und quatsch mit dir. Du siehst wie ein Trainer aus. Jo. Lass mich mal sehen, wie gut du dein Pokémon trainiert hast. Sehr gerne. Machen wir doch glatt. Ein Pokémon-Züchter, Nils, mit IE geschrieben. Schickt Knospi in den Kampf. 4 Stück hat er. Da hat unser Evoli vielleicht sogar ein paar Chancen. Auch ein paar Erfahrungspunkte einzuheimsen. Stahlspruch geht daneben. Yay! Wird wahrscheinlich ganz ausreichen. Deswegen macht er nochmal Stahlspruch, geht nochmal daneben. Endlich haben wir mal ein bisschen Glück auf unserer Seite und können Knospi down schicken. Jetzt kommt Mobai, da ist Evoli nicht die beste Wahl. Da kommt Fischerl immer wieder zum Einsatz, der schon lange keinen Kampf mehr gewonnen hat irgendwie. Und ein bisschen hinterher hängt. Mobai von Typ Gestein, die Vorentwicklungsstufe von Mogelbaum. Glaube ich, erst in dieser, also in dieser vierten Generation dazugekommen. Er setzt Mimikry ein. Die bewirkt, dass er die letzte Attacke praktisch erlernt, die der Gegner eingesetzt hat. Jetzt kann er praktisch für diesen Kampf auch so oft wie er will Aquaknarre einsetzen. Aber dazu kommt der gar nicht. Mobai besiegt.
zum neuen Pichu. Die Vorentwicklung von Pikachu. Na komm, Evoli. Kriegt das schon irgendwie hin. Ist, glaube ich, auch erst in der vierten Generation dazugekommen, oder gab es nicht schon... Ne, ich glaube, den gab es sogar schon in der zweiten. Da gab es auch schon ein paar Baby-Pokémon, die dazugekommen sind. Und es reicht sogar ein Ruckzuck-Hieb aus, aber die Fähigkeit Statik wird aktiv. Wenn wir Pichu berühren, besteht eine gewisse Chance, dass wir uns paralysieren. Das war jetzt ein bisschen blöd, aber jetzt kommt noch ein Evoli. Battle Evoli versus Evoli. Der kann noch keinen Ruckzuck-Hieb. Volltreffer, sehr schön. Ach, so ein Sandwirbel. Abermals eine Hex-Taktik, die ich nicht sehr gerne sehe und wird gleich sogar aktiv. Jetzt sind wir auch noch unseren Angriff. Jetzt sind wir paralysiert. Er attackt uns. Und wieder geht der Ruckzuck daneben. Er senkt nochmal unseren Angriff. Jö. Jetzt sind wir wieder paralysiert, immer das gleiche Muster. Jo! Und leck mich mal an die Schüsse. Nochmal paralysiert, das ist doch nicht. Oh. Na gut, bevor sich das jetzt ins Unendliche hinauszögert, wechseln wir es auch eben aus. Zu Fischerle. Der kriegt auch einen Sandwirbel mitten ins Gesicht. Meine Aquaknarre wird auch hoffentlich ausreichen. Natürlich nicht. Wenn ich jetzt Hyperzahn eingesetzt hätte, wäre es natürlich daneben gegangen. Wegen dem Sandwirbel. Aber die Aquaknarre liegt auch daneben. Ja, er tackelt uns bestimmt jetzt mal zu Tode. Nein, wieder nicht. Und dieses nervige Evoli ist besiegt. Und damit auch der Züchter Nils mit IE geschrieben. Wir setzen eben ein Paraheiler ein. Da müssen wir noch welche gekauft haben, genau. Und Pachirisu hat mal wieder ein Item gefunden. Also das war jetzt wirklich schon sehr lange her. Ich will nur eine Sinebeere verwenden, nicht geben, auch nicht prüfen, einsetzen. Dann schauen wir mal, was Evoli da gefunden hat. Evoli, was Tafnut da gefunden hat. Ein Supertrank? Warum nicht? Entschuldigung. Du gibst deinem Pokémon viel Zuneigung. Das ist nicht schwer zu erkennen. Zuneigung mit der Peitsche, jawohl. Mal schauen, ob hier oben itemsmäßig was versteckt ist. Jo, da ist doch was. Zwei Schritte nach oben, ein nach rechts. Und da finden wir einen Superball. Habe ich doch richtig erahnt. Und da oben rechts ist noch ein Item. Vorher sehen wir ein wildes Pokémon, ein Trassler. Das konnten wir auf der Route zuvor auch schon fangen. Deswegen interessiert uns dies nicht. Ach, unser Evoli hat noch eine Fähigkeit. Die nennt sich Angsthase. Die bewirkt, dass wir aus jedem wilden Pokémon-Kampf flüchten können, egal wie viel Level höher das wilde Pokémon sein mag. Ein wildes Roselia. Das gibt eigentlich ganz gute Erfahrungspunkte. Deswegen hoffe ich, wenn das mit drei Ruckzuck-Hieben besiegt ist, machen wir es mal eben. Ja, sieht gut aus. Es sei denn, er setzt Igelsamen ein, bepflanzt uns und zieht uns wieder 100 KP ab. Was natürlich den Kampf wieder etwas verzögern wird. Und weshalb ich dann doch flüchte. Und wir weiterziehen. Da ist noch ein Angler, den bekämpfen natürlich auch. Ne, doch nicht. Doch kein Trainer. Meine Profi-Angel ist wirklich gut. Meinst du nicht auch? Jo! Da sind wir der gleichen Meinung. Ich schenke diese Profi an. Wäre das im wahren Leben dich auch so schön, einfach jemanden anquatschen. Findest du das nicht gut? Ja, ich finde das gut. Dann bekommst du das auch. Yay. Wo immer du Wasser findest, versuch dein Glück mit Angeln.
Oh, soll ich dir erklären, wie man diese Angel verwendet? Nein! Und wieder tust du das, genau wie dein erster Anglerkollege. Naja, jetzt haben wir so eine Profi-Angel. Die ist logischerweise besser als unsere normale Angel. Tun wir mal ein bisschen nach vorne. Das war mit dem Kampfkameraden da oben. Den Fahnder könnten wir ab und zu vielleicht mal benutzen. Genau wie die Karte. Die kann ich eigentlich auch mal zeigen, habe ich glaube ich noch gar nicht gemacht. Angefangen sind wir hier in Zweiblattdorf, nach St. Gemmel, dann nach Jubelstadt. Da waren wir kurz nach Erzelingen. Dann über Flori Richtung Ebi, genau. Dann über den Radweg konnten wir zurück nach Erzelingen und hier durch diesen Weg, durch den Kraterberg. Hier ist der Kraterberg nach Herzhofen. Und jetzt befinden wir uns auf dem Weg nach Trostu. Und können unsere Reise fortsetzen. Ist auch jeden Morgen joggen? Ich schon. Nö, eigentlich nicht. Erstmal können wir uns die beiden Bären dann noch holen. Maronbeere. Und eine Junago-Beere. Dün, dün, dün. Und der Boden wird wieder weich, sehr schön. So, und da erwartet uns mal wieder ein Doppelkampf. Ich glaube, den nehmen wir eben noch mit. Mal schauen, ob Evoli und Fischer da zusammen kämpfen können. Wir sind stark! Sollen wir zusammen kämpfen? Wir nehmen die auseinander! So zwei Pupsis da. Die sind doch bestimmt nicht älter als 6, 7, 8 Jahre und die haben schon eigene Pokémon. Zwei Baby-Pokémon auch noch. Da sollte die Aufteilung klar sein. Ach, wir können auch mal rechte Hand benutzen. Dadurch unterstützt Evoli Fischerle und der Angriff ist, glaube ich, um entweder um 25 oder um 50% stärker. Ich glaube 25. Aber das sollte dann auf jeden Fall ausreichen, um Mubai zu besiegen, der sonst wahrscheinlich eine Aquaknarre überlebt hätte. Ist der schon mal weg und wir sind zu zweit gegen einen. Das ist auch fair, oder? Er setzt Mimikry ein, bekommt rechte Hand, da er keinen Partner mehr hat. Nützt ihn das nicht mehr so viel. Genau wie jetzt, warum setzt er es dann auch nur ein? Naja. KI ist halt nicht besonders schlau. Ruckzuckhieb und Überzahlen. Und bye bye. Und Evoli hat Level 24. Hat überraschend schnell aufgeschlossen zum anderen, zum Rest des Teams. Das finde ich sehr schön. Und ein Blick zu Ohr verrät mir, dass wir wieder einen Cut machen müssen. Beim nächsten Mal machen wir an dieser Stelle auf dieser Route weiter. Ein paar Trainerkämpfe werden uns dann noch erwarten. Und ich denke mal, dass wir beim nächsten Mal dann auch die Stadt oder das Dorf Trostu erreichen werden. Ich bedanke mich erstmal wieder für euer Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Pokémon Platin Never Used One. Bis dahin macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer Killer.